So, und da sind wir auch wieder zum neuen Tutorial. Heute geht's um Höhlen. Wie bereits gefragt, hat man ja jetzt immer einen Spieler auch gesehen. Es wurde gefragt, hey, wie kann ich denn Höhlen machen? Da habe ich gesagt, Mensch, da machst du ein Tutorial drüber und los geht's, würde ich sagen. Zuerst mal brauchen wir zwei Brush. Wir brauchen einen mit der Brush Sphere, ups, Sphere im Radius von, machen wir mal zwei. Ne, Material 0, Größe 2, so. Und dann brauchen wir noch ein Brush Sphere 01. Das heißt, der eine ist 2 groß, der andere ist 1 groß. Seht ihr gleich, so. Und damit fräsen wir uns jetzt erstmal hier grob unser Löchlein. Ich mache das jetzt nicht zu tief, ich mache jetzt mal hier, mit hier nochmal eine kleine, Höhlen, Front, nicht Front. Höhle machen. Ist natürlich jetzt sehr dunkel hier. Ich platziere mal kurz einen Glowstone rein, damit ihr das seht. Wo ist der Glowstone? Da ist der Glowstone. Ich glaube es. So. Seht ihr hier ein bisschen was? Hoffe ich mal. Ich mache das jetzt mal hier im Eingang ein bisschen mehr. So, das ist jetzt der eine Brush. Mit dem gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen nach und mache jetzt hier nochmal deutlich die Höhle ein wenig unförmiger. Erstmal. Hat man praktisch eine schön große Höhle, weil die Eingänge von der Höhle sind vielleicht eher kleiner gehalten. Das heißt, die könnte man vielleicht mal später zubauen. Und halt nach hier hinten wird es dann erstmal größer und danach spiegelt sich das halt dann in den Gängen wieder, diese finsteren, kleinen, engen Höhlen. Aber im Eingang her sind sie meist sehr, sehr groß. So finde ich. Also, es sei denn, man geht gleich in die Schlucht rein. Ja, das ist gerade ein bisschen langweilig. Gerade ich mache jetzt nur ein bisschen diese Unförmigkeiten, dass man hier praktisch so überall ein bisschen was wegnimmt. Falls euch das jetzt stört, dass hier überall so Löcher dann drin sind, das geht ganz einfach, ihr kehrt einfach den Brush um, indem ihr sagt, ein Brush aus dem Material 1. Dann könnt ihr hier oben den ganzen Mist nochmal so gestalten, wie ihr das wollt. So, hier nochmal hin, da nochmal hin, den Rack, nochmal hin, da nochmal hin. Das können wir auch noch zu machen. Und damit könnt ihr halt wunderschön. Ups. Ando. Oh, verdammt. Meine Nase juckt. Ich mute mich mal ganz kurz. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Eieiei. Und sowas in der Aufnahme. Da, Wahnsinn. So. Jetzt machen wir hier nochmal ganz kurz dicht. Den hier oben nehme ich weg. Und wir sind eigentlich auch fast zu weit. Mir gefällt es eigentlich schon fast so, wie es ist. Ich wollte es ja eh nicht zu detailliert machen jetzt. Ist ja nur ein kleines, kurzes Tutorial. So, hier machen wir noch einen. Hier machen wir noch einen. Da machen wir noch einen. Wir können auch noch mal einen draufklatschen. Und da nochmal einen. Und hier mal einen. Und hier packen wir hier nochmal einen rein. So. Alles klar, hier mache ich mal eine Platte draus. Und dann dürfte das eigentlich soweit erstmal reichen. Hier oben mache ich noch ein bisschen was weg. Also, ich nehme jetzt das zweite große Tool. Also, wie gesagt, ein großes, ein kleines. Das große können wir als erstes wegschmeißen. Ist einfach nur, damit ihr diese die grobe Höhlenstruktur bekommen. Und ich habe schon wieder die Musik vergessen, weil ich wollte ja ein bisschen untermalen. Ich wollte das doch hier alles ein bisschen untermalen. So, das war falsch. Den wollte ich weg haben. Also einfach mal ein bisschen dann spielen damit, dass man jetzt hier diese Wand nicht zu eintönig gestaltet. Dass man wirklich überall mal. Das ist dann der nächste Schritt, dass man hier mit der Hand trotzdem nochmal was nachmacht, weil man kriegt es meist nie so hin, wie man es sich unbedingt gewünscht hatte. Und deswegen einfach mal trotzdem mal selbst Hand anlegen. Ich weiß gerade selber nicht, was ich schon wieder laber.
Aber egal, ich bin wahrscheinlich so dicht gerade. Nein, ich mach nichts. Nein, ich bin ja nicht so nein. So, das dürfte dann eigentlich auch. Wir können jetzt hier in der Mitte nochmal so ein Steinchen hinstellen. Diese Stalagmiten. Stalaktiten kann ich nicht so gut bauen. Die habe ich 200 meinen fliegenden Inseln, wenn ich mal welche baue, aber hier nicht unbedingt. Ah, Split. So. Ah, lasse ich das Ding jetzt einfach so. Ist ja egal. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt nämlich nochmal ein Brush. Und zwar machen wir den Brush aus der Nummer 13. Im Radius von 1 und 4 Masken 1. Dadurch können wir jetzt hier wunderschön so ein bisschen Kies reinbringen, wie es habt. Natürlich auch hier wieder selber mal was machen. Achso, ja, Kies fällt nach unten. Hätte ich mir auch denken können. Was hab ich hier gemacht? What the fuck? So, das muss reichen. Und dann einfach mal hier so ein paar. Warum ist jetzt so komisch eckig? So. So, machen wir hier meinen Eingang was. Vom Kies her. So, und dann auch wieder hier wunderschön alles abbauen. Und ja, ein bisschen was mit Stein ersetzen. Einfach nur, dass es ein bisschen random aussieht. Und nicht so, als wäre es gewollt. Jetzt könnte man theoretisch auch nochmal das machen, dass man hier oben was hinsetzt und das dann runterfallen lässt. Sieht auch ganz interessant aus. So. Kann natürlich auch dasselbe alles mit Hand ersetzen. Also es ist halt wichtig, schön alles trotzdem random platzieren. Das heißt, nicht jetzt irgendwie sagen, okay, da hinten ist eine Kiesecke. Dort haben wir eine Ecke, die nur aus Stein ist, und dort machen wir dann eine Ecke, die aus, keine Ahnung, fliegenden Dönern, keine Ahnung. Ja. Wie auch immer ihr fliegende Döner in Minecraft reinkriegt, ich weiß es nicht. So, das sieht schon wieder unrealistisch aus, wenn hier oben Kies ist. Also auch ein bisschen auf Realität basieren, dass praktisch der Kies mehr unten ist, das ist praktisch ja, wie das natürlich ist, Kies fällt nach unten. So, das können wir nochmal zumachen. Und so, machen wir es so. Hier den noch weg. Gut. So, das sollte es mit dem Kies erstmal gewesen sein. Dann können wir nochmal ein bisschen was. So. Machen wir nochmal einen Eingang hier. So. Gut, das waren Kies und Stein. Nun kommen wir zum nächsten. Ja, zur nächsten Etappe, und zwar Kohle und Eisen! Und die Musik passt überhaupt nicht dazu, ich mache das mal. Habe ich überhaupt was Schönes? Ja, nur das. So, also, als allererstes empfehle ich euch immer, Kohle zu nehmen. Kohle kann man wunderschön benutzen, um einer Mine so ein bisschen Flair zu verpassen, dass es auch wirklich so aussieht, als wäre die, ja, nicht von euch gestaltet worden, sondern dass die wirklich so, ja, schön aussieht. Und auch hier wieder achten. Darauf achten. Einfach mal ein bisschen, ja, so die Kohle so anzuordnen, als wäre die, ja, auch ein bisschen mit Tiefe. Weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Ihr seht ja, was ich mache. Hier hinten vielleicht nicht. Glowstone. Den Glowstone natürlich dann am Ende wieder wegmachen, ne? Der bleibt nicht da. So, dann könnte man jetzt hier nochmal und hier nochmal. Vor noch. Und hier unten können wir auch nochmal zwei hinsetzen. Machen wir hier eine große Kohleader an der Wand. Ein bisschen. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen was hier oben rein. So. Muss ja nur random aussehen, dass es wirklich so aussieht wie eine richtige Höhle. Obwohl eine richtige Höhle meist keine Kohle besitzt, weil die entweder abgebaut wurde heute. Oder weil die, ja. Meist so tief unter der Erde ist, dass man die gar nicht findet. So, an den Eingang packen wir keine Erze, weil das ist so knapp unter der Oberfläche, da ist wirklich nie was, egal wie man sich anstrengt, man wird nichts finden. So, nun nehmen wir Eisen und das Eisen setzen wir
nicht an die Decke, wie die Kohle jetzt hier zum Beispiel an der einen Stelle. Eisen immer versuchen, so auf Augenhöhe so in etwa zu platzieren, dass man wirklich immer das Eisen sieht und dann auch nicht zu viel. Hier habe ich jetzt mal eins nur platziert, einfach nur damit ja, man erkennt, dass es Eisen ist und kein irgendein, ja, Riesenvorkommen, weil Eisen kommt nur in sehr geringen Mengen vor, denke ich. Ich orientiere mich da jetzt an Minecraft. So, hier können wir eigentlich nochmal hier so einen Stein reinpacken. Sieht auch ganz schön nettlich aus. So. Nehmen wir Glowstone mit. So. Gut. Und auch wieder das an einem Mal. So, nun hätten wir jetzt noch die Möglichkeit, dass wir jetzt hier Weins runterlassen wechseln. Was war das jetzt für eine Aussprache? Was hat das für Deutsch? Dass wir hier Weins runterlassen wachsen. What the fuck? Also, dass wir hier diese Leaves runterwachsen lassen. So, das ist richtig. Finger überlegen. 106. Gehen wir mal ganz kurz hier mein Dingens da. So. Cell Extend. Hoppala. So. Set 106, 5. Wuhu. 4. Okay, 6. 7. Die eine Seite stört mich. 8. 9. Also man kann auch damit die Leaves praktisch so in die Luft setzen, dass die hier so irgendwie dann runtergehen. Ich mache hier, ups. Machen wir über die 4 hin. Das ist hier einfach mittig dann runterhängt. Ist ja egal. Das wächst dann auch runter. So, die Leaves platzieren wir nur an den Eingang. Ein bisschen können wir noch hier rein platzieren, aber nicht so viel und auch besten nicht in solchen Positionen, weil die Leaves verbreiten sich so eklig. Das ist nicht schön. So, ich will noch eine einmal platzieren, nur hier oben. So. Dann haben wir in 12 Minuten schon mal so eine halbwegs ansehnliche Höhle gemacht. Ich will das hier eigentlich wegmachen, aber ich kann es noch nicht. Denn jetzt kommen erstmal noch die Spinnenweben. In der echten Höhle sind auch Spinnenweben, die schön versteckt platzieren. Spinnen platzieren sich nicht unbedingt so offensichtlich. Also sucht euch Verstecke raus. Wo würde, wenn ihr eine Spinne wärt, wo würdet ihr euch einnisten? Erstmal an einem Platz, wo man euch nicht sofort entdeckt, denn ihr wollt ja vor Raubtieren sicher sein, die euch nicht töten, ne? Die Spinne war ein bisschen blöd, die ist leider lange angegangen hier, so. Ja, jetzt können wir noch einen einsetzen. So, jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite sehr viele Spinnen, das ist blöd. Ich mache hier einfach nochmal ein Loch in die Wand rein. Einmal hier so. Hier haben wir gleich das Eisen wieder. Hier mal Kies hin, dann mal Kies hin und dann machen wir hier die Spinne. So. Genau. Jetzt haben wir eigentlich schon mal eine Höhle, die wirklich halbwegs eingerichtet ist von Zeug her. Ich hatte schon überlegt, ob man vielleicht was mit den neuen Clayblock machen kann oder mit so einem Kohleblock. Aber da gibt es nichts. Das ist unmöglich, damit eine Höhle zu gestalten. Und jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal Wasser. Das Wasser lasse ich immer gerne aus der Decke kommen, weil es einfach nur schön runterfließt. Und zwar hier haben wir ein kleines Basin, sage ich mal. Hier, das wird später mit Wasser schön zulaufen. Und dazu suche ich mir jetzt erstmal eine Stelle, von wo das überhaupt reinlaufen kann. Das wäre zum Beispiel hier. Hier hat das nochmal einen leichten Seitgang dann. Also mache ich jetzt hier oben ein Loch rein, setze das Wasser rein und lasse mal der Natur seinen Lauf. Und wir haben jetzt hier wunderschön Wasser drin. Das Wasser gefällt mir allerdings nicht so gerade. Ich lasse es mal von hier kommen. Ja, das sieht besser aus. Nicht das Wasser direkt an die Decke platzieren, wirklich ein kleines Loch buddeln oder vielleicht sogar ein größeres. Man könnte jetzt hier noch dahinter wirklich einen großen See oder sowas machen. Ich habe ja keine Ahnung. So. Dann zieht das Wasser. Ah, genauso hier unten aus, aber wenn man hochschwimmt, sieht man was anderes als. So, jetzt könnte man noch mit indirekter Beleuchtung arbeiten. Indirekte Beleuchtung heißt, in dieser dunklen Höhle, wo ihr jetzt gerade nicht seht, wo ich jetzt mal Tag mache, hier unten
Ich könnte eigentlich, das wäre eigentlich die Idee. Ich nehme jetzt mal hier einen Trank der Nachtsicht. Ha! Der Wahnsinn! Guckt mal! Und ich mache mir hier Umstände. So, so sieht die Hülle natürlich extrem kacke aus. Mit Trank der Nachtsicht. Aber jetzt könnten wir praktisch mal kurz gucken. Wo könnten wir indirekte Beleuchtung anmachen? Indirekte Beleuchtung heißt, egal wo man sich hinstellt, man sieht die Quelle des Lichtes nicht. So, wo könnte man das hier machen? Einerseits könnte man das hier hinten machen, dann können wir sowas sehen. Weil das Beste eignen sich da einfach Fackeln oder man nimmt jetzt irgendeinen natürlichen Block, der leuchtet. Wobei ich keinen richtig natürlichen Block finde, der leuchtet. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier oben Lichtquelle hin. Nochmal um die Ecke gehen, damit man es nicht sieht. Ich glaube, hier sind Fackeln platziert oder nicht? Ja. Können auch den noch wegmachen. So. Ah, da kann man es schon wieder sehen. Das ist blöd. So. Gut. Man soll nicht vermuten, dass da oben was ist. Soll einfach nur, ja, indirekt beleuchten. Das zeige ich euch dann gleich, wenn es fertig ist. Im Moment ist das ein bisschen problematisch. Hier hinten beim Eisen würde ich gerne nochmal ein Leuchten erzeugen. Dazu mache ich mal... Also die indirekte Beleuchtung ist immer das Schwierigste, finde ich. Denn versucht mal eine Beleuchtung zu erstellen, die keiner sieht. Ups. So. Hier hinten. Naja, das sieht man sogar. Ich könnte hier so eine... ist auch blöd. Ich müsste theoretisch hier irgendwie hier oben... Ich das so machen? Dann hier die Fackel doch hin? Ach, ich weiß auch nicht. Hintergrund Dudeln ist schon wieder hier schön. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich meine, es ist ein Tutorial, es muss jetzt nicht perfekt sein. So, und jetzt trinke ich erstmal einmal mit Milch. Milch! So. Und schon seht ihr, was ich mit indirekter Beleuchtung meine. Diese Beleuchtung, die einfach nur aus den Seiten kommt. Und ich lasse das Bild jetzt auch als finales Bild, denn wir haben 17 Minuten. Das soll nur ein kurzes Tutorial sein. Man erkennt leicht die Kohle im Hintergrund, halt das Wasser schön, wie es fließt. Und an der Seite noch das Eisen wird auch ein bisschen beleuchtet. Jetzt hier vorne wäre natürlich noch schön, wenn der Wein noch zuwachsen würde. Tut er langsam. Und auch vielleicht mal mit den IDs spielen. Wie ich gesagt habe hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch geworden. Vielleicht doch nicht mit den IDs spielen. Ja, ja. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schnauzer.